Da bin ich wohl irgendwo vorbeigerannt. Oder bin ich von hier gekommen? Nee, finde ich nicht. Da liegt was. Hier geht's nach oben, da komme ich bestimmt raus. Kein Wolf, wa? Ja, oder? Es ging doch da oben bei in der Sackgasse. Kann ich sehen, wie viel. Oh, die Fackel ist noch fit. Da scheint ein Ausgang zu sein. Okay. Dann will ich auch noch mal die Sackgasse angucken. Laufe ich jetzt zurück oder richtig? Oder? Nix. Boah, zu schnell gedreht. Wahnsinn. Kurzen Zweige, ach Quatsch, brauchen wir nicht mehr mitnehmen. Gewundener Fluss. Gut, aber dann sollte ich jetzt auf jeden Fall noch mal eine Runde schlafen, bevor ich weitergehe. Also wieder rein. Zehn Stunden Dunkelheit über. Oh, schön. Freundliche minus 24 Grad.
Scheiße. Ah, das wird. Das wird wahrscheinlich ein Todesmarsch. Wir machen das jetzt so, ich wärme mich in der Höhle nochmal auf, warte bis es ein bisschen später am Tag ist. Nehmen wir auch noch ein paar von den Stängeln mit. Siehste, angefangen zu frieren. Okay. 2 Stunden. Das ist ja wahrscheinlich auch wieder voll, was die Kälte angeht. Nein, das musst du nicht. Das will ich ja auch gar nicht unbedingt. Auch vorhin mit der Höhle, das war echt vorbeigerannt. Ich hab schon an mir gezweifelt gedacht, nee, die ist noch gar nicht drin im Spiel. So, minus 17, minus 18. Naja, das ist nicht viel besser als eben. Dann sprinten wir mal eine Runde. Geschützt ist er hier, ja. Ziemlich cool. Ohne Abzweigung. Die müssen wir natürlich auch untersuchen. Ach, das ist bestimmt der Originalweg, wa? Hm, eine Scheiße. Ich hab doch ja auch keine Zeit, Mensch, der ist gleich wieder vor und wetten. Siehste? Da hat sich doch der Rückweg gelohnt. Ich nehme einfach Brennholz mit und mache unterwegs Feuer. Fertig. Wenn er gleich wieder am Erfrieren ist. Oh, ist ja schon so weit. Kann ich wieder nirgends? Jetzt habe ich mal eine windgeschützte Ecke. Ah, vielleicht.
Ja, das kann ich eigentlich mal probieren. Mit YouTube. Warum nicht? Gerade jetzt die letzte hier. Die ist eigentlich ganz ansehnlich. Oh, immer noch Scheiße, ey. Ist doch nicht normal. Plus 14 Grad. Minus 21. Aber warum? Das Feuer ist 14 Grad heiß. Meine Sachen sind plus 10. Bin ich bei 24, aber Lufttemperatur ist minus 21. Der akzeptiert wohl ja auch nicht, dass ich hier am Feuer sitze. Warum nicht? Minus 9. Das ist ja eine Scheiße. Erfriere ich nur weniger schnell, aber trotzdem gefriere ich. Was machen wir denn jetzt? Minus 9, kriege ich das noch so hoch geballert? Hier einfach mal. Hab ja nichts zu verlieren. Plus 7. Zack. Ja. 15 Minuten. Ja, stimmt, ne? Bei denen gucke ich ja auch ab und zu mal zu. Das ist schon heftig, wie viel Zuschauer der da jetzt hat. Ach ja. Kann noch mal. Warte mal. Wasser habe ich nicht mehr, genau. Kommen wir schon ganz durcheinander. So, also wir schmelzen mal 1,5 Liter. Bin ja ausgeruht, ich muss mich ja nur aufwärmen. Das passiert ja automatisch. Brauchen wir die gleich ab. Kaffee, das Überlebenselixier. Nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in der Realität. Muss mal nachher meinen Pausenbildschirm angucken, den ich gemacht habe. Ist auch ganz lustig.